Hallo, meine lieben Leute, und herzlich willkommen zu einem neuen Part von Overwatch, meine lieben Freunde. Wir haben es jetzt endlich geschafft. Level 25, meine Lieben. Würde ich bestimmt jetzt denken, oh mein Gott, ja, Level 25, du Noob, ich bin schon längst Level 50 oder was weiß der Kuckuck, war ja, wie weit es geht. Ja, aber meine Freunde, auf Level 5, mit Level 25 haben wir den Ranglistenkampf endlich eröffnet, also freigeschalten. Ich bin mal gespannt, wie der aussehen wird, ob das dann 1 gegen 1 aussehen wird. Was ich jetzt nicht glaube, oder ob das einfach nur, wie gut du halt in deiner Gruppe bist, weil 1 gegen 1 ist, fände ich schon ein bisschen blöd bei Overwatch, weil das ja mit diesem Multiplayer mit mehr Modus ja, gestaffelt ist oder auch gut ist oder so, würde ich jetzt sagen. Aber wir haben eine Lootbox gehabt und die öffnen wir einfach mal zusammen, habe ich mir gedacht, weil wir schon lange keine Lootbox mehr geöffnet haben. Auch allgemein lange kein Overwatch mehr aufgenommen haben. So. Wow. Wir haben hier eine neue Rüstung von Zarya. Volle Kraft. Highlight Nitro. Okay. Das ist, glaube ich, eine Waffe. Müssen wir mal gucken. Highlight Intro. Intro oder was? Geil. Ist ein geiler Intro auf jeden Fall. Ich glaube immer, wenn sie ja gewinnen, dann machen die das ja. Ausrüstung, ja, neues Spray. Wow, und wir haben einen neuen Skin bekommen von Thor. Geil. Der sieht auf jeden Fall richtig cool aus. Gefällt mir, auch wenn ich den leider nicht spielen kann oder auch nicht spielen werde. Ja. So. 50 Goldmünzen. So, meine Freunde, lasst uns einfach mal loslegen. Hier seht ihr, tritt gegen andere Spieler an und arbeitet dich in den Rangliste hoch. Kompetitiv. So, Spielerniveau 52. 10 Platzierungsmatches dabei wird Spielerniveau festgelegt 1 bis 100. Spielerniveau wird nach jedem Match angepasst. Ranglistenspiel Match dauern mehrere Runden. Das Erreichen von Sieg gewählte Punkte, Sieg nach Punkte Co. K.O.-Runde bei Gleichstand. Saisons. Alle 3 Monate eine neue Saison, exklusiv Belohnung, Platzierungsmatches vor jedem Saison. Okay, bin ich mal gespannt. Saison 1. Du kannst am Ende der Saison durch die Teilnahme am Ranglistenspiel die folgende Belohnung erhalten: Spieler-Icon, Spray, Ranglistenpunkte. Ja, da gibt es ja diese Waffe da speziell. Geschätzte Zeit unbekannt. Ich hoffe mal, dass wir nicht zu lange warten müssen. Das wäre nämlich mega öde für euch, denke ich mal. Wenn wir hier so lange warten würden. Und keiner schreibt mir, keiner hat mich gern. So. Ja, also ich denke es mal auch, dass es nicht so lange dauern wird, hoffentlich. Oder spielen. Ich hätte eigentlich gedacht, dass es mehrere Leute spielen. Oder haben die einfach Angst, gegen den großen Stone zu verlieren? Wer weiß. Bestimmt bekomme ich aufs Maul. Ja, bestimmt nicht. So, 38 Sekunden, 39 Sekunden, 41 Sekunden. Ha! Es dreht. In Russland spielen wir Team Blau, Team Red. Ja, wir sind in Team Blau. Sehr gut. Jetzt geht's richtig los. Die Mucke ist auch richtig nice, meine Freunde. Gefällt mir auf jeden Fall, hat sowas richtiges Episches. Spielt ihr auch diesen Modus öfters oder was haltet ihr von dem Ranglistenmodus? Könnt ihr mir gerne in die Kommentare schreiben. Wir müssen uns natürlich jetzt anstrengen und das Beste einfach geben. Und ihr könnt mir auch gerne in die Kommentare schreiben, ob ihr auch dann wieder mehr Overwatch haben wollt. Oder sagt ihr euch, bleibt bloß weg mit dem Scheiß. Und zeigt lieber was anderes. Ja, heute kommt ein Video. Gestern kam ja eins, weil ich ja. Ah, es ist, glaube ich, auf demselben Prinzip, einfach nur anders ein bisschen. Ja, ist gut, mein Freund, ist gut.
Ja, ist gut. In 30 Sekunden. Los geht's. Komm, Dickerchen. Wir machen sie alle platt, oder? Ja, vorhin habe ich ein gutes Spiel gehabt. Da war ich an der Ecke von der Base gestanden. Und da war so ein Golem vor mir gestanden. Hat mich die ganze Zeit verteidigt und ich konnte alles wegradern da hinten. Wegradern wie ein Maschinengewehr. Alter, rasiert. 3, 2, 1, los. Geht ja richtig los schon hier. Wo sind die? Wo sind? Ich habe Angst. Oh. Oh, ich hasse diese Traces sind das, glaube ich. Wir folgen der jetzt, ne? Dieser Trace. Da hinten ist das Lager von denen. Aber ich dachte gerade, dass da unsere Gegner sind. So. Jetzt warten wir hier einfach mal. Und radern hier einfach mal alles weg, was hier nicht. Okay, nee, das ist glaube ich doch keine so gute Idee. Bleiben wir lieber hier stehen. Oh, da kommt schon die Gegnerin. Ayo, von der Ecke, du kleine Hure. So. Ja, ist gut, Alter. Die geben sich hier echt gar nichts hier. Wenn der jetzt wieder von da kommt, dann werde ich ihn wegficken einfach mal. Einfach mal wegficken. Sehr gut, meine Freunde. Stirb, Alter! Jo, ist überpowered, mein Freund. Wenn sie mal einen runterschrauben, so, dann denn hier. Eliminiert von Hunchum MT. Alles klar. Honcho MG. Bam, bam. Tipps. Versuche im Kampf gegen. Ja, ja, ist gut. Ich brauche keine Tipps. Ich bin Profi. So. Und da hat jemand seinen Drachen losgelassen. Alter! Überpowered. Einfach nur überpowered. Ich fühle mich wie so ein kleiner Anfänger gerade in dem Ranglistenmodus. Fängt schon mal nicht gut an für uns, Freunde. Unser Team müsste mal mehr zusammenarbeiten. Also, wenn du hier bist, dann echt. Edgebett, du kleiner Wichser. So. Ja, wie soll ich das denn? Stimmt, ich könnte ja nach da oben gehen, ne? Mal gucken, ob ich von hier aus mehr erreichen kann, von da oben. Alter. Are you? Ist klar. Komm raus. Komm raus, du Schwuchtel. Hier ist gut. Dieser Ripper kümmert sich jetzt darum. Sehr gut. Das nennt man nochmal Teamarbeit. So, jetzt kann ich dir da helfen. Und statt da hinten zu bleiben und aufzupassen, nein.
Ich glaube, ich gehe mal auf die andere Seite. Alter, ich habe irgendwo Schaden genommen. Von irgendjemand. Hat er mich einer angegriffen? Ich habe es jetzt gerade nicht gesehen, ehrlich gesagt. Hinten ist doch einer, oder? So. So, meine Freunde. Ach, da hinten ist jetzt die ganze Action. Ich schlaf Tablette, merken Sie jetzt erst. Gehen wir mal nach da oben. Schneller, dann treffen wir auch noch die Plattform. Zack. So. Jetzt kommen wir hier alles weg gerade. Ah ja, die Trash-Lampe hier. Ist klar. Jawohl, ein Sieg. Runde 1 beendet. Sehr gut, mein Freund, wir haben gewonnen. Ja, war sehr nice, meine Freunde. Runde, ah, die erste Runde haben wir wohl verpasst. Sind wohl reingekommen. Aber schon mal sehr gut, meine Freunde. Ich würde mal sagen, wir bleiben weiter bei Bastion, weil es ja unser bester Charakter ist. Auch wenn wir nicht wirklich gut reinkamen, aber jetzt sind wir in Verteidigung, das ist schon mal sehr gut für uns. Also ein Bastion in Verteidigung kann nichts eigentlich weghauen. Ja, jetzt habe ich wieder eine große Fresse und dann kommt nicht wieder alles bam bam. Was haben wir denn hier? Ein Silenzialist, ein Dirt. Killer, ein Blablabla, ein Matt Abitore Drop, ein Lennox. Kein Deutscher oder was? Kein Deutscher dabei, Mann. Ja, ist gut, habt ihr Aggression oder so? Das ist so Runde passiert. Wir haben zwei, wir sind 2-0 in Führung, das ist echt schon mal gut. Ja, das ist eine Fabrik, mein Freund. Was denn, wir gehen mal gleich mal da hoch. Da müssen wir da hinkommen, oder? Ja. Sehr gut. So. 18 Sekunden geht's los. So. Aber es ist auf jeden Fall ein höheres Niveau als beim normalen Spiel. Hier spielen halt die richtig großen Suchtis schon mit. Und ich denke es mal im Normalen nicht so. Und ja. Ja, kommt doch mal einer. Da kommen die. Die Armee kommt. Sehr gut. Wir müssen unser auf jeden Fall unser Punkt hier verteidigen. Stirb! Sehr gut. Ayu, wie ich. Also Trace ist so, finde ich, am schlimmsten, weil die halt auch so schnell sind. Da kannst du, wenn du als Bastion unterwegs bist, auch nicht mehr viel machen. Weil die halt, weil das so ein schneller Charakter ist und Bastion ist halt so ein langsamer Charakter. Wenn man auf coolen neue Charakteren DLCs oder so, wenn sie das mal machen würden, werde ich auch auf jeden Fall ein Part raushauen, meine Freunde. So. Ayu, bitte. Oh, gerade noch überlebt, meine Freunde. Gerade noch so überlebt.
Da ist dieser Bitch, ey. Diese Bagger-Bitch. Nick stirbt, du stirbst. Ihr findet es ja immer ganz amüsant, wenn ich hier an meiner Ausraste habe. Habt ihr ja mir schon mal geschrieben. Sehr schön, wenn ihr euch darüber amüsiert. Stirb doch! Mann, ey, so eine Bitch. Bitch, Bitch, Bitch. Bitch Party. So, jetzt haben wir aber unsere Spezialattacke. Schon mal sehr gut. Was sind denn alle jetzt? Hier. Gehen hier hoch. Und tipp. So. Schaffen wir es hier rüber? Nee. So. Jetzt räumen wir mal hier ein bisschen auf. Da ist keiner, ich habe gedacht, da wäre jetzt einer. So, da 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 da. So, wir müssen uns ein bisschen auf. Wir sind hier da oben. Ah, das ist unsere. Ups. Jetzt will ich schon unsere eigenen Männer töten. So. Ayo. Das hasse ich bei Besten. Das könnten sie auch gern so ein bisschen schneller, dass man aus dem Maschinengewehr wieder rauskommt. Aber okay. Oh, ist okay. So. Aber ich glaube, für die geht jetzt so langsam die Zeit weg. Ich weiß jetzt gerade nicht, ob wir es jetzt verteilen. Ja, sie müssen verteilen. Sie haben auch nicht mehr viel Zeit. Und dann haben wir es wieder geschafft, meine Freunde. Dann haben wir es wieder geschafft. Ein zweiter Sieg. Richtig gute Gruppe habe ich erwischt hier. So. So ein bisschen auftanken noch. Ja, Sieg. Woo. Geht mein Joystick voll ab hier. Sehr gut gemacht, Jungs. Ja, dieser Topion, der wurde ja auch runtergepitcht, weil der ja richtig heftig ist mit seiner Maschine da. Aber ich finde ihn trotzdem noch heftig, dass man außerhalb noch rumjagen kann und so. Aber was auch noch cool wäre, so ein Jäger, dass man so ein Begleiter oder so ein Tier hat, wo noch kämpfen du. Natürlich unterstütze ich das blaue Team. Sehr gut. Heiler braucht man immer. Heiler sind immer gut. So. Ah, das sieht man. Wir sind 5-mal gestorben. Haben 10-mal jemanden umgebracht. Und ja. Nice Runde auf jeden Fall, meine Freunde. Platzierungsmatch. Ah, wir sind einen Rang aufgestiegen. Ranglistenpunkt. Sehr gut, meine Freunde. Und jetzt? Ach, jetzt würden wir wieder suchen. Jetzt sind wir wieder rausgekommen. Naja, meine Freunde, ich hoffe, euch hat dieser Part gefallen. Wenn ja, lasst einen Daumen oder lasst einen Daumen nach oben da. Und wenn ihr keinen Part mehr verpassen wollt, gebt mir lasst ein Abo da und schaut euch meine anderen Parts an. Ich habe jede Menge andere Videos, die euch vielleicht auch interessieren könnten, andere Projekte. Und schreibt mir eure Meinung über den Ranglistenmodus oder über andere Games und wie oft ihr das Projekt gerne sehen würdet. Jetzt bitte nicht schreiben bei jedem Projekt, bitte jeden Tag.
Das kann ich einfach momentan von der Zeit einfach nicht, auch wenn ich das gerne würde. Ich würde am liebsten nur 24 Stunden zocken. Aber leider, ja, reden wir nicht lange über den heißen Brei. Und ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Haut rein, mein